hallo. Zu Souling mit Christian. Ah, ein erfrischender Schluck Wasser ist erfrischender als zwei Schluck Wasser. Außer und man hat Durst. Man sieht es leider nicht, wenn wir ins Menü gehen, aber man sieht es in der Teamvorschau. Und ich laufe nochmal extra an den PC, damit ihr sehen könnt, was für ein wunderschönes Team wir jetzt neu da drin haben. Ja, unser großartiges, komplett neues Team, unser super Komplettaustausch, den wir vorhatten, Hust. Ja, Hust, Hust. Ah, naja. Hat sich im Endeffekt auf Nidoqueen und Drift Zeppeli beschränkt. Ja. Lunatic. Nidoqueen, man sieht es pfiffig mit Giftdom. Ich habe den Giftschleim ihr gegeben. Das ist eine gute Recovery auf jeden Fall, da ich keine Überreste habe. Donnerschlag, Lehmbrühe, Biss und Giftdachel kann sie. Ist nicht schlecht. Ich muss halt mal gucken, wie viel Angriff Lunatic hat. Ich habe gar nicht bei den TMs nämlich geguckt bisher. Der Angriff ist fast genau gleich hoch. Da müsste ich eigentlich dann bald nochmal gucken, Leute. Ja, Bürde, Windstoß, Gegenstoß und Energiefokus. Ja, das Problem war, Gengar lernt nichts. Also schon, aber jetzt aktuell nicht. Also nächster Tag ist Spukball auf 33. Also erstmal noch nicht mit Tentandel. Wollten wir eigentlich reinnehmen, aber nicht ohne Attacken. Und ich habe auch keine TMs, die es lernen kann, die sich lohnen würden. Und Mewtwo kann auch nichts. Es kann Sternenschauer. Und lernt Psychokinese auf Level 64. Ja, ne? Hätte es Konfusion gehabt, hätte ich es reingenommen. War so und das andere Ditto ist zu Gimmick-mäßig irgendwie. Naja. Fängt schon mal gut an. Erster Gegner für Helga ist ein Swaroness. Du kämpfst schon richtig krass gegen die Trainer, Jan. Ich bin noch gar nicht so weit. Oh, ich habe die Animation noch aus. Ups. Och, Jan. Warum passiert dir das denn? Weil ich trainieren musste. Hallo, Plimpfer. Warum trainierst du denn? Mach doch einfach so. Alle sind Level 20. Auch wenn wir schon höher sein müssten. Ja. Aber gut, dann mach die Animation eben wieder an. So, das hat ja nur gemacht, damit er schneller davonlaufen kann, weil ich quasi jetzt einen längeren Kampf habe. Hihihi. Gibst du das zu, Jan? Nein. Oh. Ja, was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass wir das Spiel schon fast durch haben? Das wäre unglaublich geil. Aber dann wäre die Souling vorbei. Eine neue Souling. The Souling never ends. Ich möchte ein Lied daraus schreiben. Ich wollte gerade sagen, der Clown hat mich dir von selbst angesprochen. Hast du ihn angesprochen, Jan? Ja. Gut, der will nämlich kämpfen. Wie heißt der? Was? Guglielmo? Das ist, was ist das für ein Name? Nie gehört. Dieses Pokémon ist mit Neid erfüllt. Also, ich bin mit Neid erfüllt, wenn ich dieses Pokémon sehe, weil das hätte ich auch gerne. Was denn? Voltula. Also, irgendwie kommt die Kugelsaat von dem Papunga direkt zwischen seinem Schritt raus. Kannst du mir kurz eine Sache verraten, Jan? Warum schicke ich ein Flug-Pokémon gegen ein Elektro-Pokémon rein? Weil du mutig bist. Oder dumm. Mir fällt gerade auf, Voltula kontert einfach vier meiner Pokémon. Und zwei können nichts machen. Das ist hart. Also nicht viel. Ja, nehme ich noch am ehesten Enel. Ich find's immer noch sehr verstörend, dass mich das männliche Papunga mit seiner Saat beschießt. Warum ist das verstörend? Weil ich es nicht machen kann. Du kannst keine Saat verschießen? Ich habe keine männlichen Pokémon dafür. Ich meine, du selber kannst keine Saat verschießen? Ich bin ja kein männliches Pokémon. Von daher. Und was war das damals im Ferienlager? Das war was ganz anderes. Let the fanfiction rise. Das ist auch eine interessante Pokémon-Wahl, muss ich sagen. Was denn? Papunga und Hopsbross. Bei mir hat der Voltula und Flutschlick. Flutschlick. Nee, der andere meine ich, der Sänger da oben. Hat Flutschlick Bodenattacken, Leute? Ach, als ob. Als ob, der stirbt jetzt einfach direkt mit einer Laubklinge. Zack, zack, zack. Tut er wahrscheinlich nicht, aber. Doch, tut er. Tut er, tut er, Jan, tut er, tut er, tut er, tut er. Deine Laubklingen, ey. Ich will auch so viele Laubklingen haben. Edel erreicht Level 28. So, also ich würde sagen, Helga hat sich schon mal gut fürs Team integriert. Ich habe eine E-Gitarre bekommen. Geil. Du hast eine E-Gitarre bekommen? Ja, von dem Typen oben als Deko. Ach so. So, Helga hat sich schon mal sehr gut ins Team integriert. Deswegen würde ich sagen, ich packe sie erstmal nach hinten. Und lass Iris jetzt kämpfen. Und Lunatic wird jetzt das fünfte Pokémon in meinem Team, welches Laubklinge lernt. Einfach weil es das kann. Und der Angriff tatsächlich fast genau gleich hoch ist wie der spezielle Angriff. Also Laubklinge them all. Passt das schon. Laubklinge them all, Leute. Richtig. Kann eigentlich,
Könnte dein Sechstes eigentlich auch Laubklinge lernen? Nein. Tja, Jan, sonst hättest du das doch längst. Wer wäre es denn noch? Darkrai. Ja gut. Bei dem ich mir als einziges vorstellen kann, dass er etwas Ähnliches wie eine Klinge hat. Also irgendwie ist es bei mir echt gerade echt so die Papunga-Route. Oder es ist jetzt schon das zweite Papunga, was ich hier allgemein sehe. Und vorher noch Papunga und Hoppspross. Jan. Ja. In einem Monat erscheint Pokémon Sonne und Mond. Das stimmt. Am 28. Oder war es der 23.? 23. meine ich, war es bei uns. Und ein paar Tage vorher für den Rest der Welt, weil wir wieder mal vernachlässigt werden. Blame Händler. Pulver ja. Schnee. Na, hast du auch ein paar Punga? Nein, seit 10 Jahren. Aber Pflanze. Achso, ich dachte, weil es mich. Also, ich hab mal Arctos hier gerade. Auch nicht schlecht. Gegenüber. Arctos ist so ein elegantes Pokémon, Leute. Wenn ich Arctos sehe, möchte ich gleich ein Kleid tragen. Ich hoffe, ein schönes Kleid. Ein richtig schönes Kleid. Und dann möchte ich so dastehen, so. Sparkle, Sparkle. Oh, Iris, du bist wunderschön. Du auch, Jan, aber wie kommst du jetzt da drauf? Feuerzahn gelernt. Damit habe ich direkt mal eine Attacke, die im Vergleich zu Glut von 25 Stärke ist. Ah, wei. Bleib ich gegen Bisafloor drin mit Iris? Also bei mir fangen sie langsam wieder an, ein bisschen heftiger zu werden, die Trainer. Mit Wasserquill und Arctos. Naja, ich hatte prinzipiell Satzenia und Bisafloor. Ja. So ist auch nicht so ungefährlich. Vielleicht merkt das Spiel jetzt, warte mal, wieso sollte ich einem das Leben zur Hölle machen? Ja. Ich kann es doch bei beiden machen. Nachdem wir jetzt schon abwechselnd so dran waren, ist jetzt wieder beide gleichzeitig dran, ne? Ja. Das gefällt mir gerade nicht. Was passiert? Ein Klauenwetzer, Wasserquill. What? Bin kein Klauenwetzer? Ich wechsel mal zu Enel. Geh mich zwischendurch dann mal heilen. Ich bin hier, glaube ich, mit den Trainern fertig so lange. Wasserquill hat ein so geiles Design, möchte ich übrigens nebenbei mal anmerken. Sieht so hübsch und edel aus. Wie Arctos, dieser Trainer ist sehr hübsch und edel. Ich sag mal nicht umsonst, war Wasserquill mit eins meiner Lieblingsflug-Pokémon. Eine Sache übrigens, Leute, wenn ihr Jan mal trefft, ne? Ja. Jan hat alle 2 Tage eine Glatze. Ja. Das sieht man nicht, weil wir mal quasi an jedem ersten Tag in Anführungsstrichen aufnehmen, ne? Aber also Jan hat eine Glatze alle 2 Tage. Und wenn ihr seine Glatze 3-mal klopft und dann einmal so kurz drüber streichelt, dann fängt Jan an für 17,3 Minuten an zu leuchten und zu sparkeln. Wie ein Scheinwerfer. Das ist wirklich so tatsächlich. Das habe ich damals herausgefunden durch Zufall, weil ich mir dachte, ich klopfe jetzt 3-mal und streichel dann. Und dann, zack, Jan, der Weihnachtsbaum. Ich habe ihn noch direkt in mein Zimmer gestellt und beschmückt. Yay. Oh, ich habe einen Sonnenstein geschenkt bekommen. Ich guck gerade so in Raiono nach, ob wir irgendwo noch was geschenkt bekommen. Bis ja, du da fertig bist. Ich glaube, da bin ich gerade zu faul für. Also, falls du noch einen Sonnenstein brauchst, in Raiono gibt's einen. Gerade nicht, außer ich finde einen Sonnenkern. Ah! Und dann kannst du dir einen Sonnenflora machen. Yeah! Was auf jeden Fall in unser Team kommen würde, nicht wahr? Ach, natürlich, sofort. Das wird auch wieder Zerstörer heißen. Ach, Laubklinge. Was für eine glorreiche Attacke das doch ist. Oh, eine Sanftglocke habe ich auch gerade bekommen, weil mich mein Boltoros liebt. Tyrakrok! Tyrakrok? Tyrakrok? Bist du, bei welchem Trainer bist du denn jetzt mittlerweile? Dieser Tänzer. Den alten Mann hast du auch schon? Nein. Okay, dann gucke ich mich weiter um. Andromon. Ach ja, Camilla steht ja immer noch da. Was will die an der Brücke eigentlich machen? Will die sagen, Brücke? So nicht, apropos Jan. Ja. Der Künstler ist Ignaz. Johanna. Ich lese mal nicht, was er jetzt sagt. Auf der Brücke dürfen wir ein Pokémon fangen, ne? Stimmt, ja. Fällt das ist auch ein eigenes Gebiet. Ja, und die Federn, die da runterfallen. Das sind aber leider nur Federn. Das sind, glaube ich, keine gerandomized Items. Das wäre ziemlich heftig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Arlong Broughton. Arlong kann jetzt neben Eiszahn, Laubklinge und Sternenhieb noch Knirscher. Oh, das ist broken, ja. Arlong ist ziemlich geil, Leute. Er ist halt verbrechlich, aber meistens one-hitted er eh alles. Ich bin hinten! So, ich kann nicht rumschreien, Leute. Wir haben nach 10. Sonst würde ich jetzt gerne diesen Künstler als Ignaz vorlesen. Ich guck mir gerade so die Defensivwerte meiner Pokémon an. Jan! Ja?
Soll ich mit Camilla und Sharon reden? Okay. Okay. Warte mal, das sind beides meine Chars. Oh. Ja. Hier entlang. Zeit anzurufen. Du stehst direkt vor und du kannst einfach mit ihm reden. Achso, die Rede mit Turner. Seht mal. Oh mein Gott, ich bin so am Block. Die Glurak-Brücke geht runter. Hieß sie so? Ja, stimmt, ne? Ich glaube, die heißt sogar wirklich Glurak-Brücke, weil sie aussieht wie ein Glurak. Frag mich nicht, wo? Warte. Ich hab's aus verschiedenen Winkeln betrachtet, aber... Nein. I don't see it. Auf mich warten Dreharbeiten, daher verabschiede ich mich jetzt. Was drehst du denn? Darin ist der nächste Stadt, das ist etwas eigenwillig. Also viel Glück. Was drehst du denn? Ja, Sharon, das bist du. Ey, das könnte schon fast ein Satz von Fei sein, ne? Ja. Er hat den vierten Orden. Wir haben schon so oft gegen ihn gekämpft. Und er so, ich bin ein Trainer. Vielleicht wollte er uns das nochmal deutlich machen, weil er bisher so unendlich gesackt hat. So nach dem Motto, aber du realisierst schon, ich bin auch ein Trainer. Und wir so, ja, Sharon. Ich werde immer dümmer und lasse meine Siege für mich sprechen. Auch der Champ wird bald Gehör schenken tun. Ja, das wird ihm sein Gehör schenken. So, dann okay, das ist Feder. Und es Incident. Ja. Okay. Was ist dir auf den Kopf gefallen? Ein Voltolos. Nice. Mir ist ein Shelterra auf den Kopf gefallen. Ich fangen darf, weil männlich. Ich laufe gerade nur in den. Ich bin gerade einfach wirklich reingelaufen. In den Schatten und höre nur so. Dum, 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 dum. Und ich so, warte mal. Du hättest übrigens damals Voltolos gar nicht fangen dürfen, weil es männlich ist, sehe ich gerade. Stimmt, ich darf die gar nicht holen. Okay, Leute. Ich habe jetzt schon zweimal. Jan hat mir vorgestern nach der Aufnahme gesagt, er möchte auch mal ein legendäres Pokémon fangen. Ja. Okay, Ich muss ein Shelterra fangen, weil ich glaube, hier gibt es eh nur ein einziges Pokémon. Ich muss jetzt nur warten, bis ein weibliches kommt. Ich habe mich nicht geheilt. Okay, also Leute, ich hatte jetzt schon mega viel Glück bisher. Mit den Legis. Mhm. Aber meine Bälle sind eh alle wie Meisterbälle, Leute. Also, who cares? Das haben wir ja schon gesehen. Ich bin zuversichtlich. Ich habe eine Esprit-Feder bekommen. Wie geil. Wobei das gut an den Federn ist. Ich glaube, die kannst du sogar teuer verkaufen. Ganz aber mal ganz nebenbei, Jan. Was ist das bitte für ein geiles Duo? Shelterra und Voltolos? Bitte ja. Das wäre echt episch. Also, ein Bergsturm ist nicht sehr effektiv. Crittet zwar, aber ist nicht sehr effektiv. Also, wag es dich, Closen One. Nein, da würdest du dich killen. Vielleicht die Hälfte maximal. Oh, okay. Das Gute ist, wenn du so einen Crit machst, kannst du nicht aus Versehen mehr Schaden machen, als du eigentlich möchtest. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich mache tatsächlich immer den gleichen Schaden damit. Das ist sehr angenehm. Also, das Problem ist, ich glaube, noch einen überlebt er nicht. Ja, muss ich Bälle werfen. Kann jetzt bitte einfach mal ein weibliches Shelterra kommen? Ich bin gerade verleitet, einfach einen Pokéball zu werfen. Was macht denn ein Traumball nochmal? Ach, warte mal. Das sind keine Meisterbälle, keine Sorge. Also. Das sind die man in der Dreamworld bekommt nur, ne? Das ist ja voll episch, dass weil Mewtwo hatte er einen. Den habe ich ja eben abgenommen. Ich glaube, ich werfe einfach einen Traumball. Hätte was. Okay. Ich habe Darkrai mit einem Pokéball gefangen und Mewtwo auch. Mhm. Okay, wartet, Leute. Ich drücke drauf und mache die Augen zu. Okay. Und? Ich höre nur hin. Ist er drin? Ja. Okay, mein Spiel ist, glaube ich, kaputt. Mein Warum? Spiel ist... Ja, ein Ball drin. mein Spiel muss... Was? Warum? Beschwer dich nicht. Aber warum? Das macht mir Angst. Das muss doch... weißt du, das Problem ist, Leute, das Glück, was ich da ansammle gerade, das wird irgendwann ausgeglichen im Laufe dieser Challenge noch. Irgendwann sagt das Spiel so... richtig hart dann. Genau, irgendwann sagt das Spiel so, hier, jetzt hast du ein Team mit 6 legendären Pokémon, GZ,
hier hast du einen Gegner mit 6 legendären Pokémon, die deine perfekt auskontert oder irgendwie so ein Scheiß. Ich habe ein Voltolos. Ich suche immer noch mal ein weibliches Chelterra. Leute, alle gute Dinge sind 3 Bälle, 3 Pokémon. Das ist doch das 3 legendäre doch, vor allem. Das kann mir doch keiner erzählen. Also ich glaube, du solltest echt in Zukunft sehr gut auf diese Pokémon aufpassen, weil ich glaube, dein Glück ist so langsam weg. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe so ein Lakometer hier neben mir, den seht ihr nicht, der steht hier. Der ist quasi jetzt schon auf 103%. Und der Shadometer, der ist direkt daneben. Der was? Der Shadometer von Schaden. Ah. Der füllt sich quasi mit jedem, also quasi das ist äquivalent, ne? Das eine kann nicht ohne das andere steigen. Das heißt, irgendwann steigt der andere auf 103% und dann sitzen wir da. Ja, ich musste niesen, Verzeihung. Überall, wo es hingeht, hinterlässt es zahllose Brandflecken am Boden, als hätte denn dort Blitze eingeschlagen. Es wird ja schon langsam langweilig hier. Nicht wirklich. Ich liebe Voltolos. Das ist auch noch mein Lieblings-Gin von den dreien. Oh mein Gott, ich liebe Voltolos. Du darfst dir einen Namen geben. Na, aber eigentlich hier konnten wir noch nicht in ihre Tiergeistform machen. Das heißt, ein Schwarz heißt 2, ne? Ja. Übrigens, Sad Life. Enel wäre viel besser für Voltolos. Wegen dem Ring. Ich hätte ihn jetzt Odin genannt. Von mir aus. Odin. Ich warte immer noch auf meinen Shelterra nebenbei. Die Sache ist, ich bekomme jetzt nur noch Federn und kein einziges Chelterra mehr, was potenziell vielleicht mal weiblich sein könnte. Weiblich sein muss, wohlgemerkt. Ja. Ich gehe da einmal zurück und wir schauen uns mal Odin an, Leute. Like, what the hell? Könnte ich jetzt mal bitte wieder ein Pokémon bekommen und nicht einfach 1 Million Federn? Chelterra und Voltolos wäre ja das Duo schlechthin. Ja. Endlich mal ein weibliches. Du musst ja, nur, wirklich? Darf ich es nur nicht töten? Bitte frag es, Jan. Voltolos ist mein von den legendären Pokémon, die ich bisher habe, mein Liebstes. Die Frage ist, womit bekämpfe ich es jetzt am besten? Angriff und Spezialangriff sind beide gut. Es hat Donnerschock, Biss und Vergeltung. Damit kann ich arbeiten. Und Angeberei. Okay, aber. Und in einem Traumball. Man wird jeder denken, es ist aus der Dream World. So. Oh, Lebenbrühe, das ist ja neutral. Ich hinterfrag das nicht. Ich nehme das einfach an. Ich nehme diesen Preis an. Okay, das macht nicht viel Schaden. Das kann ich ein paar Mal machen. Wow. Voltolos. Okay, jetzt habe ich schon Angst vor einem Crit. Jetzt fange ich an, meine Hyperbälle zu werfen. Ach komm, ja, deine sind auch bestimmt alle wie Meisterbälle. Wahrscheinlich wäre nicht mal der Meisterball ein Meisterball. Schau mal, Voltolos eigentlich mit 2 oder mit einem S? Egal, ich hab Chelterra. Sehr schön. Ein Name? Voltolos mit. Ich schreibe es nur mit 2, merke dann aber, dass es falsch ist. Ich glaube deswegen mit einem. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, bin ich nicht sicher. Give me Epic Name als Partner für Odin. Eine weibliche Baumschildkröte. Gaia. Gaia ist schön. Wäre mir so als erstes eingefallen für so ein weibliches Chelterra. Ja, Gaia. Gaia und Odin, hallo? Das Dusche. Ich bleib schon mal direkt im Pokémon-Center, weil ich denke, wir werden eine kleine Teamumstellung machen. Für den nächsten Part. Der ganze Part war jetzt eigentlich nur ein paar Kämpfe, ein Gespräch und Suche nach Pokémon. Ja. Also eher meine Suche nach Pokémon. Halt so ein obligatorischer Soul-Link-Part. Ja. Und ich darf nochmal wiederholen, wenn du nur weibliche Pokémon nimmst, dann kannst du ja keine Starter oder Evolis fangen. Dü. Naja, ich hatte die Chance auf Evoli und ich habe 2 Starter im Team. Also, wenn wir dann Chelterra mit reinnehmen, habe ich 2 Starter im Team. Was wir werden. Ja. Das ist irgendwie. Und bei beiden Mal, ne, habe ich nur den Starter bekommen, weil einfach das andere Pokémon, wenn ich überhaupt noch anders fangen könnte, nicht gehen würde. Ja. Das ist irgendwie witzig. Ich habe mir zumindest mal TM Wassersäulen gekauft, in der Hoffnung, dass ich damit mal eine spezielle Attacke habe, die auch jemand lernen kann. Derweil kannst du deinen Chelterra mal zeigen. So, mein. Ah, ich weiß nicht, ob das so unbedingt das beste Wesen ist, aber ich habe ein. Na, wobei, es ist eigentlich ein ziemlich scheiß Wesen. Ich habe ein scheues Chelterra.
Ja, nein, das ist nicht gut. Es kann Absorber, Rasierblatt, Fluch und Biss. Wassersäulen kann leider nur Enel und Francis lernen. Aber das ist okay. Ich guck mal, ob ich noch irgendwie eine schöne TM habe, die ich noch kaufen könnte. Ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht Morgengrauen holen möchte für Heilung. Oder einen Brandstempel. Wobei, so. Brandstempel auf Bolterus, wenn er das lernen kann. Ja, wenn er das lernen kann. Das Ding wiegt doch sicher einiges. Und Shelterra wiegt doch auch sicher einiges. Ja. Mal gucken, was wir damit machen. Jetzt möchte ich kurz mal gucken. Diese ganzen blöden Federn, die ich jetzt bekommen habe. Bringen die mir was an Geld? Boah. Jan. Ja? Wollen wir den Part beenden? Können wir gerne machen. Und dann das Team umstellen. Ja. Okay. Ich habe gerade nebenbei für 22.000 Poké-Dollar die ganzen Federn verkauft, die ich gefunden habe. That's a lot. Ja, du kriegst 1.500 pro Feder. Ich hatte 15 Stück. Okay. Du siehst mal, wie lange ich nach dem Chilterra gesucht habe. Leute, das war wieder ein sehr epischer Part. Voltolos ja. Und Chilterra, was ein Duo. Bis episch. Zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.